Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich den großen Yankee Candle Adventskalender für euch, das Adventskalender-Buch. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen dieses Schätzelein einmal zu öffnen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Pling! Das ist die liebe Nicole von Chiquitas Place. Liebe Grüße geht raus an dieser Stelle. Sie hat ihn noch nicht, wird ihn aber demnächst hochladen. Also für eine zweite Meinung könnt ihr sicherlich bei ihr auch vorbeischauen. Und ja, ich habe dafür 59,90 Euro bezahlt, habe ihn bei Yankee Candle direkt bestellt. Wenn man sich zum Newsletter anmeldet, bekommt man 20% Rabatt, was ich schön finde. Der ist relativ schwer. Also ich hoffe, dass wir hier auch große Kerzen drin finden dürfen. Ich bin sehr, sehr gespannt, aber die Kläppchen sind so klein. Mal gucken. Wir sollten auf jeden Fall gleich mal ganz entspannt reinschauen. Wir haben ja auch das wunderschöne Weihnachtsdorf. Leute, ich kriege den nicht auf. Ich glaube, der ist bei mir nicht richtig perforiert. Das ist ja blöd. Okay, wir haben hier wohl auch als Kerzengröße eher so die Teelichter drin. Nun, aber sie sind jedenfalls das erste in so einer hübschen Umverpackung und das ist dieses Sage and Pine, ne, also mit Pinie. Ein wunderschöner Waldduft. Also ich persönlich mag das sehr, sehr gerne. Ich mag auch den Geruch von Tanne, von Holz und dieses, oh, ist voll mein Ding. Vor allem, wenn man halt zum Beispiel, Entschuldigung, sich nachhaltigerweise oder so nicht eine echte Tanne in die Wohnung stellt, sondern halt zum Beispiel so einen Holztannebaum oder so einen, ne, Plastiktannebaum, den man so aufklappen kann, dann kann man halt mit solchen Kerzen oder mit Raumdüften da nochmal die entsprechende Stimmung halt generieren. Und ich finde, das riecht gut und ich finde auch diese Teelichtumverpackung, diesen Teelichthalter echt hübsch. Oh, richtig cool. Am 2. Dezember bekomme ich eine etwas größere Größe und zwar ist es Black Cherry. Den finde ich sehr, 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 sehr toll. 37 Gramm haben wir übrigens in dieser kleinen Geschichte drin enthalten. Und da habe ich auch schon gesagt, dass ich den Duft richtig gerne mag. Also das ist so der liebste Duft, den ich persönlich in dem Adventskalender drin hatte. Ich hoffe aber, dass wir hier auch ein bisschen andere Sorten noch finden als die 8, die wir ja in dem anderen drin hatten. Nun, wir schauen mal weiter. Selbstverständlich auch mit dabei haben wir die Nummer 3 und das ist auch wieder eine größere. Also wir scheinen nicht überall diese Teelichter drin zu haben. Yay. Das ist Vanilla Bean Espresso mit 37 Gramm. Das riecht so gut. Das riecht halt wirklich wie so ein Kaffeebesuch. Ne? Du kommst da rein und alles riecht so wundervoll warm. Nach süßen Speisen und dann noch Kaffee mit dabei. Oh, den mag ich auch sehr, sehr gerne. Oi. Ich glaube, ich werde demnächst mal bei Yankee Candle bestellen. Aber vielleicht habe ich durch den Adventskalender schon mal so ein bisschen was zum Vorwärmen. Hier haben wir die Nummer 4. Clean Cotton habe ich jetzt als Teelicht hier drin. Okay, stand sicher online, ne? Habe ich nicht gelesen. Riecht wirklich nach frisch gewaschener Wäsche, nach Baumwolle. Und es ist ein weißes Teelicht. Ja, ist aber also lecker. Riecht gut. Ich muss das leider so ein bisschen nach unten aufreißen und mit der Schere aufmachen. Das ist irgendwie komisch bei mir hier gepackt. Am 5. Dezember habe ich Bayside Cedar auch als Teelicht drin. Ein schöner aquatischer Duft, ne? So ein schönes blaues Teelicht. Ja. Ich hatte jetzt echt gehofft, dass wir in dem Adventskalender die Größen drin haben. Naja. Habe ich auch ungefähr doppelt so viel bezahlt wie für den anderen, ne? Naja, an Nikolaus. Am 6. Dezember haben wir die wieder drin mit den 37 Gramm. Wild Orchid, das ist ein wunderschöner Orchideenduft. Also richtig schön blumig, aber auch ein bisschen seifig. Ich mag sowas. Ich glaube, nicht jeder mag sowas. Es hat auch was Pudriges mit dabei, ne? Also für mich ist es ein schöner Duft. Ja, das mit einer Schere rausholen ist jetzt nicht die beste Idee, denn am 7. Dezember habe ich jetzt die Kerze ein bisschen angekratzt. Cinnamon Stick ist hier die Bezeichnung, also quasi Zimt, jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen, Zimtstange. Riecht extrem zimtig, also das ist Weihnachten, richtig Weihnachten. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht und das macht sie auch mit der Red Raspberry mit 37 Gramm, also quasi rote Himbeere. Und sowas sind halt wirklich Düfte, die ich auch sehr gerne mag. Das ist richtig schön beerig. Oh. In der Nummer 9 dürfen wir uns über den Duft Soft Wool and Amber freuen. Also sanfte Wolle und Amber. Wieder in dieser Teelichtgröße. Ne? Da haben wir jetzt quasi so ein beigefarbenes Teelicht. Das riecht sehr dezent, aber auch sehr angenehm. Schade finde ich wirklich, dass hier hinten nicht draufsteht, welche Duftrichtungen das sind. Das heißt, ich kann das so jetzt nicht, wenn ich die beiden zum Beispiel nebeneinander habe, ne, kann ich nicht direkt sehen, welcher ist jetzt welcher. Das finde ich ein bisschen schade gemacht, muss ich gestehen. Ja.
In der Nummer 10 darf es mit Vanilla Cupcake weitergehen, einem richtig schönen süßen Duft, der meinen Namen schreit. Oh, riecht richtig, richtig angenehm süß. Zum 11. Dezember darf es mit Spiced Banana Bread weitergehen. Okay, wow, das riecht wirklich nach einem Kuchen. Ganz, ganz lecker, aber halt auch leicht so eine Zimtnote mit dabei und auch hier leider wieder die Teelichtgröße. Und zur Halbzeit am 12. Dezember gibt es für uns 37 Gramm von der Amber and Sandalwood Kerze. Die ist sehr, sehr würzig, riecht ein bisschen auch nach Männerumkleide. Ja, die gepaart mit der. Ich glaube, das kommt ganz gut. Und jetzt haben wir die erste Halbzeit ausgepackt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 davon sind halt große Kerzen, 6 Teelichter, also große 37 Gramm Kerzen, 6 Teelichter und ein so ein Kerzenhalter für die Teelichter. Ja. Ist okay. Ich hatte mir wie gesagt gewünscht, dass wir alle hier in dieser Größe drin haben. Aber wir gucken jetzt einfach mal. Also die Düfte gefallen mir sehr gut. Es gab keine Wiederholung, ne? Mal schauen, was die zweite Halbzeit für uns bereithält. Och nö. Kriegen wir jetzt alles nochmal in den umgekehrten Größen. Am 13. Dezember habe ich Vanilla Bean and Espresso als Teelicht drin. Den hatten wir ja eben schon. Ja, wir sind sehr kommunikativ untereinander hier. Ich mag den Duft sehr, sehr gerne. Aber das wäre blöd, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich möchte die jetzt nicht alle nochmal haben. Och, Menno. Ja gut, dann kriege ich jetzt halt auch meine ganzen Kerzen nochmal in der großen Größe, 37 Gramm. Ne? Clean Cotton haben wir am 14. Dezember drin. Riecht immer noch lecker. Am 15. Dezember gibt es dann Bayside Cedar mit 37 Gramm. Riecht immer noch so ein bisschen nach Männerumkleide. Derweil bekommen wir am 16. Dezember Vanilla Cupcake, den ich immer noch großartig süß finde, in 37 Gramm. Eine Woche vor Heiligabend am 17. Dezember erwartet uns 37 Gramm von der Soft Wool and Amber Kerze, die auch immer noch sehr, sehr nach frisch gewaschen und angenehm riecht. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier habe ich meinen Lieblingsduft Black Cherry wieder mit am Start, eine wunderschöne Kirschnote, die ich einfach, also darin möchte ich leben, gefühlt. Am 19. Dezember wird es wild mit der wilden Orchidee in Teelichtgröße. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Der 20. Dezember bringt uns wieder direkt in die Männerumkleide und gibt uns in Teelichtgröße diesen Amber and Sandalwood Duft. Ganz unerwartet erhalten wir am 21. Dezember 37 Gramm von Spiced Banana Bread. Da kriege ich direkt Hunger. Und mit der zweiten und letzten Schnapszahl bekommen wir eine Teelichtgröße von Red Raspberry. Ich muss da immer noch mal dran riechen. Das ist irgendwie so ein ganz komischer Spleen von mir. Ich rieche an allem. An allem. Ein Tag vor Heiligabend am 23. Dezember können wir noch mal an einer Zimtstange schnuppern. Tja, was erwartet uns wohl am 24. Dezember? Könnt ihr euch noch erinnern? Natürlich, unser Weihnachtsspaziergang, Winterspaziergang Silver Sage and Pine mit 37 Gramm. Ja, ne, dass wir da unsere Tanne noch mal in unser Haus holen. Genau, und somit hat sich im Prinzip alles dann nochmal gedoppelt, leider. Denn eigentlich fand ich die erste Hälfte ja schon echt geil, ne? Also hab mir gedacht, okay, ja, die Teelichter, blöd, aber es wäre cool, wenn wir halt noch weitere, weil Yankee Candle hat so viele Düfte, Leute. Also die haben ja derbe. Hätte ich mir wirklich gewünscht und es wäre so cool gewesen, wenn die wirklich 24 unterschiedliche Düfte hier reingepackt hätten, oder? Hätte, Fahrradkette, haben sie nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie das hier werttechnisch aussieht, bin ich ganz ehrlich. Ich versuche euch das natürlich immer so ein bisschen zusammen zu rechnen, ne? Ob wir da unseren Preis erreichen, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ist halt immer bei den Größen ein bisschen schwierig. Ist ähnlich wie bei dem Isana und Balea Adventskalender. Es riecht unglaublich gut hier. Und wir haben hier auch eine viel größere Auswahl, also vier weitere Sorten als bei dem kleinen Adventskalender. Und haben alles nicht in Teelichtgröße, sondern wir haben auch die Hälfte davon in diesen 37 Gramm kleinen Kerzen. Ne? Dennoch hätte ich mir persönlich, wie gesagt, unterschiedliche Düfte gewünscht und dass alles in diesen 37 Gramm gewesen wären, weil ich vergleiche diesen Adventskalender für mich persönlich natürlich auch jetzt zum Beispiel mit Ava and May. Da muss ich auch noch dieses Jahr gucken, ob ich mir den bestelle und ob es überhaupt einen gibt. Ne? Denn da hast du ja auch diese kleineren, die ungefähr auch diese Größe haben. Und ich glaube auch, dass es preistechnisch ähnlich aufliegt. Wie seht ihr das? Schreibt mir das gerne in die Kommentare, da können wir uns gerne austauschen. Falls du übrigens
Ich vergesse das immer. Ich vergesse das immer zu sagen, Leute. Falls du mich noch nicht abonniert haben solltest, würde ich mich übrigens mega darüber freuen, wenn du das nachholen würdest. Es wäre richtig, richtig cool. Werde Teil der Crew und es ist einfach, ich finde es immer schön hier. Und ja, wie gesagt, ich bin ein bisschen enttäuscht, aber gleichzeitig freue ich mich über die Düfte, die hier drin enthalten sind. Ich fühle mich jetzt eigentlich schon, ne, dass ich halt einen guten Deal gemacht habe, aber ich fühle mich nicht so, als hätte ich einen Schnapp gemacht, um das mal so zu sagen. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, wir können uns gerne darüber austauschen. Und dann wäre es das hier bei mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wenn Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.